Ja, ich bin Marius Fehlemann, arbeite bei der Bitbone AG in Würzburg, bin jetzt seit knapp 2 Jahren dabei als Enterprise Open Solutions Expert. Das heißt, ich berate unsere Kunden zu Themen rund um Open Source Technologien, in der Strategie, wie setze ich das ein, was lohnt sich, was gibt es eventuell auch für Alternativen von den Standard-Softwares zu den Open Source Varianten. Und wir sind heute hier in der Burg, weil das auch so ein bisschen zu mir passt. Ich bin hobbymäßig unterwegs im Lab und daher ist die Location sehr gut für mich gewählt. Ich wäre ein Fuchs. Füchse sind sehr anpassungsfähig, können sich neu orientieren, wenn sich etwas verändert und finden immer wieder Lösungen, wie sie an Nahrung rankommen. Beispielsweise, dass sie Igel ins Wasser rollen, damit sich der Igel ausrollt und sie ihn besser essen können. Ich suche auch immer wieder nach neuen Lösungen, nach neuen Strategien und daher wäre ich eben der Fuchs. Batterie. Ich handwerke sehr viel zu Hause. Wir haben ein altes Bauernhaus, an dem es immer was zu tun gibt. Oder mache was mit meiner Familie. Ich habe einen kleinen Sohn und wir gehen viel spazieren, auch mit dem Hund, eine englische Bulldogge namens Anton. Und wenn ich mal so richtig Abstand brauche, gehe ich mit meiner Familie auf eine Lab-Convention, Live-Action Roleplay. Und da schalte ich dann mal komplett ab, lasse mich und meine Probleme und meine Gedanken im Auto und nehme eine ganz andere Rolle ein und wir stellen dort Wikinger dar mit der ganzen Familie und vielen Freunden und das ist dann wirklich Seelenheil. Zu Open Source bin ich gekommen durch meinen ehemaligen Kollegen und Mentor Jens Kassert. Also ich habe mich schon vorher viel für Open Source interessiert, aber nie so richtig den Weg da reingefunden. Und Jens Kassert kam irgendwann bei der Firma mal an und sagte, hey, hast du da nicht mal Interesse dran? Und hat mich damit berieselt. Und das fand ich alles sehr spannend. Und dann hat er mich mitgenommen zum Red Hat Forum. Und da war ich dann Feuer und Flamme. Das einfach diese Leute dort kennenzulernen, zu erleben, die Technologien näher kennenzulernen. Und das hat dann viel in mir ausgelöst, wodurch ich eben heute noch in der Open Source stecke. Mein Lighthouse-Projekt ist ein Kunde im öffentlichen Dienst und der Kunde war vorher sehr klassisch unterwegs und konservativ, das heißt viel noch tatsächlich auf Blech, einiges schon virtualisiert und der Kunde hat sich dafür interessiert, seine Services als Microservices in Containern auszurollen. Und ich habe den Kunden begleitet, wirklich von der Entstehung der Idee, der ersten Beratung über den POC bis zur Umsetzung. Dabei ging es dann beispielsweise um Red Hat OpenShift für die Containerumgebungen oder auch Red Hat Satellite für das Patch-Management der klassischen virtualisierten Umgebungen. Und das war super spannend, den Kunden da mitzunehmen und tatsächlich auch so zu begleiten, zu sagen, ihr müsst euch neu erfinden, ihr müsst neu denken. Diese Technologie ist eben auch ein bisschen was, wo ihr euer Mindset mit ändern müsst. Und das war super spannend und ein ganz tolles Projekt. Persönlich verbindet mich tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, auch dieses Treffen beim Forum, die Leute, die Menschen. Das macht unglaublich viel aus. Die Technologie ist sehr gut, die ist klasse, die empfehle ich auch jedem gerne. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist, man arbeitet mit Menschen zusammen, man arbeitet ja mit Freunden zusammen. Und das verbindet mich mit Red Hat.